Kaugummiblatt. Kaugummiblatt. Was soll das denn bedeuten? Vielleicht soll man die Kaugummis nicht überall hinkleben. Überall liegen die und da tritt man immer rein. Oh, das ist so eklig. Oh. Ich hatte mal einmal auf meinem Sattel zu kleben. Gartenschachtel, oh. Hundekacke. Außerdem ja Bierflaschen, die noch voll sind und auch dann noch. Ja irgendwie im Sand gekippt werden oder so. Ja. Und der Bürgermeister weiß das ja nicht. Keiner weiß es. Der Bürgermeister, ist der Bürgermeister verantwortlich dafür? Nein, wir sind nicht verantwortlich. Wir sind verantwortlich? Natürlich. Wir, wieso? Wer da spielt, muss auch da aufpassen, dass es nicht kaputt geht. Stimmt ihr dazu zu? Stimmst du, dass alle, die auf den Spielplätzen sind, dass die verantwortlich sind, dass es nicht kaputt geht? Ja. Wenn der Spielplatz beschädigt wurde, dann könnte man doch eigentlich auch selber versuchen, den vielleicht so ein bisschen zu erneuern. Also nicht alleine, sondern vielleicht mit anderen Leuten. Als erstes hatten wir die Idee, uns um einen Spielplatz zu kümmern. Abenteuerspielplatz. Ist so zwischen Blöcken Weg und ist auch noch einer. Bei McDonald's gibt's einen. Ich glaube, wenn wir erstmal einen Spielplatz uns auswählen, dann ist das ein guter Anfang. Gut, dann lasst uns mal losgehen. Ja, ne? Yeah. Okay, also sind wir auf dem Spielplatz hier, auf dem Abenteuerspielplatz, und ich wollte euch mal fragen, was ihr an diesem Spielplatz schön findet. Wir waren auf ganz vielen Spielplätzen und haben dann Listen ausgefüllt, zum Beispiel, was kann man verändern und was wir schlecht an dem Spielplatz finden oder was wir gut finden. Wer ist für diesen Spielplatz? Und haben einen gefunden, der uns sehr gut gefallen hat und für den wir jetzt die Patenschaft übernehmen. Wir haben den Bürgermeister besucht und haben um Hilfe gebeten. Hallo. Guten Tag. Wir Mädchen von der Mädchen-Zukunftswerkstatt möchten uns um einen Spielplatz in Teltow kümmern. Wie finden Sie das? Also die Idee finde ich toll. Wenn ihr das wirklich so organisieren wollt, machen wir gemeinsam. Und wenn wir da eure Unterstützung hätten, dann habt ihr meine. Was halten Sie von einer Spielplatz-Hotline? Können so eine Patenschaft, wenn ihr da euch wirklich zu entschließt, sicherlich so unterstützen, dass wir sagen, ihr habt einen Ansprechpartner, ihr bekommt eine Telefonnummer, die ihr jederzeit anrufen könnt. Ich denke, wir können auch mal darüber nachdenken, dass wir so eine Patenschaft auch mit ein bisschen Geld versehen. Könnten Sie auf unserem Spielplatz auch Hundetoiletten anbringen? Weißt du aus dem Hut, ob wir noch die Hundetoiletten vorrätig haben? Gut, alles klar. Wir waren beim Bürgermeister und haben ihn ein paar Sachen gefragt, wie er uns unterstützt. Aber er hat uns auch ein paar Sachen gefragt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben sehr viel darüber gesprochen. Wo sind die Handschuhe? Ich habe zwei entdeckt. Da, weißt du. Hier sind Glasscherben. Hier auch, die sind überall. Zigaretten. Schon riesengroße. Die bringe ich gleich mal weg. Wir haben eine Kontrollliste angefertigt, in denen wir immer eintragen, wenn was nicht in Ordnung ist. Und wir gehen regelmäßig damit auf den Spielplatz. Fertig, oder? Ja, wir sind fertig. Wenn die Liste fertig ist, ausgefüllt,
Dann stecken wir sie in den Briefkasten vom Bürgermeister und hoffen, dass er sich regelmäßig drum kümmert. Und bitte alles auf einen Haufen. Als letzten Schritt haben wir die Schilder befestigt, damit jeder sie sehen kann.